Ich weiß auch eigentlich in allen Leveln, glaube ich, nicht, wo man alle Kisten auf einmal bekommen kann, weil manchmal ist es so, dass man nicht alle auf einmal bekommen kann, weil man dann einen Edelstein braucht dafür. Ja, nee, ist klar. Ich möchte die TNT-Kiste kaputt machen. Dankeschön. Das ist Eis, wie man sieht. Ach, Mano. Ach, Mano. Ich wollte das mal probieren. Das sieht man in ziemlich vielen Speedruns, dass sie dann, nachdem die eine TNT-Kiste aktivieren, die dann so wegdrehen, aber dann nicht verwundet werden dadurch. Ich glaube, wenn ich auch weggesprungen wäre und nicht über der Kiste geblieben wäre, hätte ich auch keinen Schaden genommen. Wow, das ist knapp. Hallo? Was ist da los mit der Steuerung in Timbuktu? Ich bin auch ein bisschen rendervoll in letzter Zeit und ich bin auch ziemlich voll im Hochladen. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, es wird sich ändern. So, dann haben wir schon den ersten Teil geschafft. Oh, bitte lass es hier keine Totenkopfplattform geben. Hier müssen wir schnell drunter durch, weil die fallen dann so runter. Gibt es auch noch eine andere Version von. Aus Holz sind die. Die sind ja aus Stein. So, da kommt man dran. Ich versuche das mal nur eine kurze Zeit lang. Weil das wird eh nur Zeitverschwendung sein. Der Dave hat es geschafft und wenn der Dave das schafft, dann muss ich das auch schaffen. Das ist irgendwie rutschen, drehen und ein Bauchplatscher. Nur irgendwie, ich krieg den Bauchplatscher nicht hin, der macht den bei mir nicht. Voll komisch. Ist. Ich weiß, man kann das auch hier an der Wand irgendwie machen. Nur ich bin zu blöd dafür, keine Ahnung. Das sind diese Holzteile, die die ganze Zeit rumstampfen. Achso, genau, ich wollte mich entschuldigen, wenn ich hier die Musik so mitsumme. Weil ich finde die echt gut im Spiel. Muss ich jetzt mal so sagen. Und hier ist die Nitro-Aktionskiste verstärkt. Ja. Oh Gott. Schlimm ist das. Na. Hier oben ist doch eine Kiste, die wir aktivieren müssen, um an hier die zwei dran zu kommen. Ich hoffe, wir haben alle Kisten. Da klingelt es an der Tür, ich gehe aber nicht an. Und wir haben alle Kisten. Sehr schön.
Dann seht ihr auch immer, ob ich schön synchronisiert habe. Wenn es nämlich nicht mit der Musik übereinstimmt, dann ist da was schiefgelaufen. Oder es hat sich nach einer Zeit verzogen. Das kann auch sein. So, kriegen wir noch eine... Ich hoffe mal nicht. Gucken uns noch das Dänzchen an. Oh, doch noch eine. So, du sammelst also Kristalle für Cortex. Findest aber einen Edelstein. Interessant. Nun, Crash. Ich sage dir, solange du ein Verbündeter von Cortex bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles daran setzen, dich zu stoppen. Wenn dir wirklich am Schicksal der Welt gelegen ist, dann sammel die Edelsteine, nicht die Kristalle. Mit allen 42 Edelsteinen zusammen kann ich einen Laserstrahl bauen, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich dich daran hindern, Kristalle zu... War das richtig so, dass es abgeschnitten ist? Ich weiß es nicht. Hängeid! Sehr gute Musik in dem Spiel. Sehr gut, also in dem Level. Besonders die Totenkopfplattform von dem Level ist der Burner. Kommen wir hier drüber? Ja, wunderbar. Ich habe mich doch gedreht. Wir haben noch eine Minute Zeit. Das machen wir aber später. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal um die ganzen Kisten. Falls ich das überhaupt noch machen kann. Wir sind ja gestorben. Es kann ja sein, dass es hier eine Totenkopfplattform gibt und dann dürfen wir nämlich nicht sterben. Nee. Minen müssen wir ausweichen, ist ja klar. Nee. So. Wieder eine schöne Bonusrunde. Schalten wir noch dicke. Schön vorbeigesprungen, aber trotzdem noch alle gekriegt. Machen wir das doch mal. Ja, vielleicht kriegen wir doch alle Kisten. Das fände ich voll Knorke. Ah, das ist so eine tolle Musik. Oh, da hänge ich ein bisschen am Kopf fest. Ja, das war so klar, dass das passiert. Wo fangen wir denn an? Hier unten. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich bin so unfähig, das ist unfassbar. Ja, ich bin ja von der Entfernung. Ich könnte das Spiel jetzt am Stück durchspielen, ey. Mach ich aber nicht. Ich habe nämlich heute noch was anderes vor. Ein bisschen Dota spielen. Bäh! Und da können sich ja mal so rund ein bisschen hinziehen. Die Zeit geht auch immer so schnell rum, das ist unfassbar. Ein little bit außer Kontrolle. Nee. Oh! Gott!
das. Ach, hier war auch noch die, die TNT-Kiste, genau. Und wieder zurück. Blub, 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 blub. Hab ich die nicht eingesammelt? Oder waren die leer? Ich weiß es nicht. Vrim. Total daneben geflogen. Vrim. Was mache ich denn da? Hallo, ich habe die Vrim-Taste gedrückt. Schon wieder. Crash. Schon wieder. Mann, oh, Crash. Oh, was ist denn los mit dir? So. Und willkommen wieder zurück. Genau an die gleiche Stelle. Das ist wunderschön. Dürfen wir bloß nicht sterben, sonst müssen wir den ganzen Mist nochmal machen. Nee. Oh, Mann, ey. Das ist so klein, aber wenn es drauf ankommt, dann verkacke ich natürlich. Dann müssen wir den ganzen Mist dann nochmal machen mit der Kiste da. Mit der Kiste vor allem. Nur die eine. Ach, fick dich doch ins Knie, Junge. Crash! Bist du nicht zu gebrauchen? Das war doch gekonnt. Oh, die Taste, ne? Oder ich weiß nicht, ob der so eine Erholungsphase da haben muss. Ich hab die Level eigentlich immer gemocht. Wenn das hier so am Rumspasten ist, dann mag ich das nicht. Ach ja. Weiter geht's. Hoffentlich jetzt nicht daneben springen. Checkpoint! Another one bites the dust. Fragt mich jetzt nicht, wie ich da drauf komme. Aber es musste irgendwie sein. Es musste aus meinem Kopf raus. Und wir haben den Edelstein und den Kristall. Aber wir betreten das Level jetzt nochmal, um den anderen Edelstein zu holen. Denn ihr habt ja gesehen, dass da unten rechts am Anfang des Levels eine Zeit gelaufen ist. Und wir müssen in dieser Zeit das Level beenden. Ganz einfach eigentlich. Okay, wir kriegen noch eine Durchsage von Mr. Cortex. Drei Kristalle. Nicht schlecht. Ich sehe, du kommst langsam dahinter. Ich muss Energie sparen. Ich werde mich wieder bei dir melden, wenn du mir den fünften Kristall bringst. Was ich mir übelst wünschen würde, wenn einfach mal Christoph Maria Herbst Cortex synchronisieren würde. Ich würde mir so einen Arsch ablachen, das wäre unfassbar, ey. Es passt so vom Gesicht irgendwie voll. So, dann geht es los.
Und das kleine Geheimnis in diesem Level ist, je früher man mit dem Mini-Speedrun hier anfängt, desto mehr Zeit hat man.